wenn die Spinne abnippelt, dann klingt das immer so, als würde sie runterfallen. Könnte man vielleicht als Windows runterfahren Sound nehmen. Obwohl, das ist ja gar nicht mehr so einfach bei Windows. Kaputt. Die Sounds zu ändern, ganz gezielt den Startsound. Es muss ja immer dieser doofe Microsoft-Sound sein. Zumindest ist das seit Windows 7 so, wo du den Startsound nicht mehr direkt anwählen kannst. Um den zu verändern, müsstest du wieder tiefer in das System eingreifen. Ja, früher war es dann einfach so, dass du einfach eine Wave-Datei genommen hast, die hast du ins Media-Verzeichnis gehauen oder sonst wohin, hast den Pfad angegeben, fertig, schon hattest du den schönen Startsound, wenn du ihn denn haben wolltest. Es gibt natürlich auch Menschen, die den nicht haben wollen. Ich selber brauche keinen Startsound, weil ich prinzipiell bevorzuge, dass mein Rechner die Klappe hält. Zombie, Zombie, Zombie und jetzt kommen die Endermans. Kaputt, kaputt. Oh. Huch. Creeper. Jetzt werden wir natürlich ordentlich attackiert von den Viechern. Kaputt bist du. So. Zombie, kaputt, kaputt. Creeper, Creeper. Spinni. Und irgendein Skelett feuert noch auf mich. Da ist er. Aua. Böp, böp. Da ist noch eins. Wo bist du? Da. Tada. So, es wird langsam wieder hell. Und da kommt so ein richtig hässlicher Zombie. Der sieht ja mal richtig hässlich aus. Komm, ich erlöse dich. Bött, kaputt. So, jetzt brauchst du nicht mehr jeden Morgen in den Spiegel gucken. Und die sieht einfach nur doof aus. So. Du guckst ein bisschen böse. Kaputt, kaputt. Skeletti. Skeletti. Spinni! Spinni! So, wenn es hell wird, machen die Spinnen ja nichts mehr. Die sind also friedlich, das heißt aber nicht unbedingt, dass ich friedlich bin. Kaputt. Siehst du? Da ist noch eine. Wuhu, kaputt. Kaputt. So. Es wird ja jetzt hell. Da können wir auch mal wieder die Liste wechseln, denke ich. Hier. Du, 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 du. Baka Maxima. Schöner alter Amiga-Track. Ding. Das Schöne ist, in den Amiga-Tracks wurde ja viel mit vier Spuren gemacht, beziehungsweise alles nur auf vier Spuren, also auf vier Kanälen. Und dann trotzdem so viel da unterzukriegen, ist schon mächtig. Also man konnte auf diesen vier Kanälen verschiedene Sounds mittels Tracker aufzeichnen und diese Sounds dann ganz banal wechseln lassen. Und dann konntest du da richtige kleine Musikstücke draus basteln. Ob es Meisterwerke sind oder nicht, liegt natürlich am Geschmack des jeden. So, Tiere alle noch okay. Ja, und es wird ziemlich hell. Wenn du den Trank der Nachtsicht noch da hast, ist es ziemlich hell. Also zumindest die Sonne und so weiter, hat schon fast was von Shadern, aber eben nur fast. Ändert sich dann natürlich, wenn die Wirkung des Trankes nachlässt. Ist wie bei Asterix mit dem Zaubertrank, wenn der nachlässt, dann ist er auch ganz, ganz doll schwach. Und ja, so geht das halt. Und wenn ich jetzt mal gucke, was wir an Enderpearls da haben, das sind bereits 33 Stück, 64 Lohnruten, 6 Lohnruten noch dazu, das ist ja ordentlich Material, sind wir schon bei 72, dann kommen wir noch mit ein paar Eiern daher, die wir jetzt erstmal so nicht brauchen werden, aber gut zu wissen, dass man sie hat. Und mal gucken, was wir mit den Eiern noch machen können. Ja. Ich meine, die Mods, die wir da drin haben in dem ganzen Let's Play-Paket, sind ja dann doch schon so mächtig, dass da auch futterbare Sachen zugekommen sind. Vielleicht können wir da die Eier ein bisschen verwursten, dann wären es Wursteier. Schlecht. Sehr schlecht. So, Pilze. Nee, Erde. Da. Wupp. Gesämtes kommt da rein.
So, jetzt aber erstmal die Höllenwärzchen weg. Und ich glaube, beim Gemüse waren Pilze. Genau, das sind Pilze. Fupp. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch Glasauftasche und ein bisschen Kohle. Kohle können wir da reinpacken. Flöpp. Klappe zu, Affe tot. Mahlzeit. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So, jetzt wollen wir uns mal probieren am Coke Oven. Das ist Railcraft. Also die Mod heißt Railcraft. Und dann wollen wir mal gucken, Sand brauchen wir dafür. In jedem Fall Ziegel und Sand. Ziegel haben wir noch, Sand aber nicht mehr. Das heißt also, um diese Coke Oven Bricks zu bauen, die wir brauchen, um den Coke Oven herzustellen, um das in die Reihe zu kriegen, werden wir Sand schippen müssen. So, da haben wir dann die Möglichkeit, so zu arbeiten oder eben so zu arbeiten. Ja? Wir probieren es mal so. Pöp, pöp. Jo. Sandy Bricks sind Bestandteil des Coke Ovens. Nur leider kriegen wir da eben nicht so viel raus. Das sieht dann so aus. Das ist ein Coke Oven Brick. Also wir bauen erst aus Sand und Ziegeln den Coke Oven, die Coke Oven Bricks. Erstmal die Sandy Bricks. Ah, da ist ja wieder Musik. Dann die Coke Oven Bricks und aus den Coke Oven Bricks bauen wir einen Coke Oven. Damit brennen wir die Kohle zu Koks und können noch ganz andere lustige Sachen machen. Wie gesagt, Details immer über den Kollegen TK, dafür ist er Let's Play Partner, dafür haben wir das Mod-Paket und eben diesen Guru. Ja, und auch wenn er mal fehlt, er weiß ja auch längst nicht alles über die Mods, er hat ja schließlich bei seinen Mods noch nicht alle voll durchprobiert und er hat auch einige wirklich nur wegen einer Funktion drin. Beispiel Factorization, von Factorization gibt es dann eben die Barrels, die wirklich sehr nützlich sind und die haben wir eben deswegen da drin. Also Factorization zum Beispiel haben wir noch gar nicht großartig ausprobiert. Also ich zumindest nicht, TK wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich ist das meiste davon nicht für unsere Zwecke bestimmt oder nicht für unsere Zwecke tauglich. Und aus diesem Grund benutzen wir halt von einigen Mods eben auch wirklich nur einzelne Funktionen. Leider gibt es die einzelnen Funktionen eben nicht einzeln, sondern nur im Paket. Das heißt also, wir müssen die ganze Mod oder die ganze Mod mit allen Items haben, um eben dieses eine Item nutzen zu können oder eben die Mods mit den ganzen Funktionen, um nur eine Funktion nutzen zu können. Das ist halt der Nachteil. Man könnte das Ganze natürlich dekompilieren, müsste dann aber ein eigenes Grundgerüst drumherum bauen. Das kann zuweilen auch mal in die Hose gehen. Das funktioniert nicht immer. So, jetzt gehen wir ein bisschen Sand schaufeln, weil Sand brauchen wir ganz einfach, um diese Sandy Bricks und Coke Oven Bricks herzustellen. Da wird es mit einem Stack nicht getan sein. Durch den Tempel, der immer noch keine U-Bahn-Anbindung hat, aber auch das wird kommen. Allerdings reichen die Gleise nicht. Das habe ich in der Kopie schon ausprobiert. Wir müssten neue Gleise bauen. Klar, jetzt kann jeder hergehen und sagen, ja, dann mach doch welche. Das ist leider nicht mehr so einfach, weil wir ja jetzt die Mod Railcraft dazwischen haben. Da gibt es viele, 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 sehr viele verschiedene Gleissorten. Und auch die Standardgleisrezeptur hat sich dadurch geändert. Du kannst also nicht mehr einfach so eine einfache Schiene craften, sondern du brauchst dafür Creosote Oil, glaube ich. Und das stellst du dann auch wieder mit dem Ofen her und. Also es ist zuweilen so, dass es dann doch etwas komplizierter wird, wenngleich das Rezept auch erstmal teurer aussieht. Am Ende kriegst du aber mehr raus, als dass du aus dem Standardrezept rauskriegst.
Also es wird sich eine ganze Menge tun. Wir werden die Mods auch natürlich peu à peu ansprechen und Stück für Stück benutzen. Vielleicht benutzen wir nicht alle, vielleicht benutzen wir alle, man weiß es noch nicht. Ich selber habe auch noch geschaut nach einer Mod, die ein bisschen was mehr aus Futter macht. Die Frage ist, ob wir das wirklich so einsetzen oder eben noch nicht. Je nachdem, was unsere vorhandenen Mods an Zeug da haben und was wir da jetzt halt benutzen können. Und bei 96 Mods, die alle aktiv sind, gut, wobei da sind auch Core-Mods mit drin und verschiedene Mods, die nur eine Funktion darstellen oder Unterfunktionen anbieten. Aber trotzdem, bei der Fülle an Mods, die wir da haben, die wir effektiv nutzen, wird es so viel zu entdecken geben, dass wir da noch echt extrem viel Stoff haben. Alleine Thormcraft ist unglaublich groß und komplex im in seinem Fundus. Oh, nicht runterfallen. Ja, also allein die Forschungsgeschichten von Thormcraft sind gigantisch, das ist riesig. Der Nachteil bei Thormcraft ist, nach jedem Update-Zyklus ändert sich quasi das komplette Research, das heißt, die komplette Forschungsengine wird immer wieder umgekrempelt. Und da muss ich sagen, Leute, das bringt nichts. Deswegen spielen wir immer noch auf einem etwas älteren Stand, das heißt, wir hinken hinterher. Hat aber seinen Grund, wir wollen schon auch mal zeigen, dass es überhaupt funktioniert und uns nicht jedes Mal mit Updates quälen. Denn wenn ich wirklich jedes Update mitmachen würde bei den Mods, kämen wir nicht dazu, die Forschung komplett zu betreiben oder fertigzustellen. Wir müssen tatsächlich dann jedes Mal anfangen, die neuen Forschungswege zu gehen und jedes Mal dann die anderen Klamotten zu benutzen. Und das muss ja nicht sein. Also nicht jedes Mal. Du, 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 du. So, genug mit gesungen. Obwohl der Titel gefällt mir ja dann doch schon ganz gut. Ich finde die Melodie ganz einprägsam. Könnte ein Ohrwurm werden. Wenn man den Titel nochmal richtig aufbauscht, könnte es ein Ohrwurm werden. Bam, bam, bam. Gut, wie gesagt, zurück zu Thormcraft. Wenn ich das Ding jetzt alle Nasen lang updaten würde, würden wir die Forschung nicht wirklich vorantreiben können, weil wir mehr mit Updaten als mit Forschen beschäftigt werden. Bringt uns also auf die Dauer nicht so viel, ergo werden wir erstmal forschen. Ich muss da einfach mitsingen. Der Titel ist einfach nur schön. Der gefällt mir, ich habe da voll den Ohrwurm drin. Was? Okay. So, der nächste Amiga-Titel, auch so ein kleines Meisterwerk, erinnert mich immer an die Herrenduft-Werbung aus den frühen 90ern. Der Titel selber heißt 3D. Ebenfalls ein Amiga-Stück, ebenfalls auf 4 Spuren gebaut. Leider nicht von mir. Aber trotzdem ein wunderschönes Ding. Er erinnert mich halt immer nur an diese Herrenduft-Werbung. Der Duft hieß Gammon. Und da gab es da einprägsame Melodie dazu. Das war dann diese hier. Nee, doch nicht. Haha, fail. Ja, wie auch schon auf Twitter geschrieben, die Aufnahme steckt voller Fails. Aber das ist nicht schlimm. Dann haben wir halt eine Fail-Serie. Nach der Gronkh-Diskussion eine Fail-Diskussion. Das ist ja Fail am Platz. Ah, 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 ah. Jetzt. Da ist die Melodie. Ja, also die Melodie am Anfang klingt wie der Werbehintergrund von diesem Herrenduft, von diesem Gammon hieß das Zeug. Ich hab's nie verwendet, obwohl,
Ja, probiert haben wir es ja schon. Wir haben es uns flaschenweise reingezogen, weil es hieß, mit diesem Duft kann dir alles passieren. Aber erst als wir es abgesetzt haben, passierte uns dann alles. Ne? Also, naja. Zack. Haha. Brennen, oder? Stirbt. Gut, stirbt. So, müssen wir das Sandholen ein bisschen unterbrechen, weil sich hier Monster in unserer Nähe aufhalten, glaube ich. Nö, offensichtlich nicht. Gut, haben wir sie alle weggehauen. Dann sammeln wir weiter Sand. Enderman, komm her. Auf die Füße. Auf Füße. Bevor er sich durch die Gegend teleportiert. So, und die Blümchen da, die können wir einsammeln. Weil, wenn wir das Blümchen kaputt hauen, kommt da Lohnstaub bei raus. Hi. Soll ich dich hauen? Hier. So. Und Lohnstaub brauchen wir immer mal wieder. Spinne kaputt. Deine Tike sagte, Lohnstaub brauchen wir und die Lohnruten brauchen wir. Lohnruten haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich eingesammelt. Ich hoffe, die reichen für den Anfang. Wenn nicht, gehen wir nochmal auf eine gemeinsame Kampfesrunde. Allerdings dann wieder deutlich geplanter und nicht mehr so verstrahlt. Bink, bink. Oh, Enderman. Enderman. Kaputt, kaputt, kaputt. Hihihi. Skeletti kaputt. Und noch einmal kaputt. Wupp. Schon wieder so ein hässliches Vieh. Weißt du, die Zombies, die sehen ja mal echt total verboten aus.